Liebe Brüder und Schwestern, ich denke, es ist für uns alle irgendwie eine Versuchung, diese Habgier. Keiner ist davor ganz vollkommen bewahrt. Man will immer etwas haben. Und wenn man das dann hat, dann möchte man mehr, immer mehr. Besonders dann, wenn man fern von Gott ist oder gar wenn man sich von ihm abwendet, dann versucht man, diese innere Leere auszufüllen. So viele Menschen rennen den materiellen Dingen nach, dem Geld, weil so viele Menschen, so scheint es, Gott und seine Gnade verloren haben. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, o Gott, sagt der heilige Augustinus. Ja, unruhig sind wir, wir haben keinen inneren Frieden, wenn Gott nicht da ist. Jeder Mensch spürt irgendwie diese innere Leere. Da ist etwas leer in mir, ein Hohlraum, da ist irgendetwas, was fehlt. Und viele sind sich gar nicht bewusst, was da fehlt, suchen ihr Glück im materiellen Dingen, im irdischen Genuss. Meinen, sie könnten diese Leere auffüllen, da die wahre Freude finden, diesen geheimnisvollen Hunger des Herzens stillen, wenn sie möglichst viel haben, möglichst viel Geld, möglichst viel genießen. Aber dennoch, das alles schenkt nicht den wahren Frieden, schenkt nicht diese wirkliche, wahre, tiefe innere Ruhe, diese wahre Freude. Ja, nur Gott allein kann diesen inneren Leerraum, ja, dieses unser Herz ausfüllen, weil wir für ihn, ja, auf ihn hin geschaffen sind, weil wir Kinder Gottes sind, Kinder des einen Vaters im Himmel. Er ist unser Schöpfer. Er möchte ja in uns wohnen. Und diesen Leerraum, ja, unser Herz kann nur Gott allein wirklich anfüllen, auffüllen. Nur er kann wirklich diese Sehnsucht stillen in uns, ja, diese Sehnsucht, die jeder Mensch irgendwie in seinem Inneren, in seinem Herzen spürt. Gott schenkt uns Erfüllung. Er kennt unsere Wünsche. Er kennt unsere Sündhaftigkeit. Er kennt unser Versagen, unsere Schuld. Aber dennoch liebt er uns. Aus Liebe schenkt der Vater uns seinen Sohn. Aus Liebe wird der Sohn Mensch für uns. Aus Liebe gibt er am Kreuz für uns sein Leben hin. Vergießt er sein Blut. Aus Liebe zu uns Menschen betet Jesus am Kreuz, Vater, vergib ihnen. Vergib ihnen, sie wissen nicht wirklich, was sie tun. Ja, an Jesus wird diese unermessliche Liebe Gottes zu uns sichtbar, greifbar. Und Jesus sagt ja, wer mich sieht, sieht den Vater. Ja, wenn wir Jesus anschauen, sehen wir unseren Vater im Himmel, sehen wir seine Liebe, seine Barmherzigkeit zu uns, seine Gnade. Ja, bitten wir Jesus, er möge unser Herz erfüllen, den inneren Hunger und Durst unserer Seele stillen. Er möge alles hinwegnehmen, alle Sünde, alle Schuld, besonders im Bußsakrament, in der Beichte, in diesem Sakrament der Barmherzigkeit. Nehme er alles hinweg, was uns daran hindert, den wahren Frieden Gottes zu empfangen, diese wahre Freude, die Gott uns schenken möchte und die nur er uns schenken kann. Du Narr, sagt Gott zu dem Reichen im heutigen Evangelium. Ja, du Narr, wieso
sammelst du nur für dich selber Schätze. Ja, was ist denn, wenn unser Leben aus ist? Was machen wir dann mit dem Geld, mit dem ganzen Besitz? Wem wird all das dann gehören? Dieser Reiche im Evangelium ist so blind, dass er meint, ja, Seele, jetzt geht's dir gut, jetzt hast du einen reichen Vorrat. Er merkt gar nicht, wie arm er vor Gott ist. Er denkt, reich zu sein, alles zu besitzen, alles zu haben. Jetzt kann er das Leben genießen und auf einmal ist das Leben zu Ende. Ja, dann gehen ihm die Augen auf. Ja, wenn wir vor Gott sind, dann wird alles offenbar. All das, was noch verborgen ist, dann erkennen wir die wahre Wirklichkeit. Dann erkennen wir, was Täuschung, Lüge, Irreführung war in unserem Leben. Wo wir uns selber täuschen ließen, wo wir Gott hinausgedrängt haben aus unserem Leben, wo wir mehr den Götzen des Materialismus nachgelaufen sind, ihnen sozusagen gehuldigt haben, wo wir sozusagen ja vor dem Götzen, dem Mammon niedergefallen sind, ihn angebetet haben, weil uns das alles viel zu wichtig war, weil das Geld uns wichtiger war als Gott, seine Liebe, seine Gnade und die Liebe zu unseren Mitmenschen. Ich denke, Jesus möchte auch uns aufmerksam machen, uns wachrütteln, dass wir uns nicht einschläfern lassen von trügerischen Versprechungen, von falschen Ideologien, von den Materialisten, die behaupten, es gibt ja gar keinen Gott, keine Ewigkeit, kein ewiges Leben. Was für eine Torheit. Der Apostel Paulus sagt ja, an den Werken Gottes schon wird seine unsichtbare Wirklichkeit wahrgenommen, ist sie erkennbar. An den Werken der Schöpfung können wir Gott finden, erkennen, wunderbar, vollkommen, ja, genial ist alles geschaffen. Jeder kleinste Grashalm, jede kleinste Blume ist doch ein Wunderwerk des Schöpfers. Wenn wir das betrachten und sehen, ja, da können wir auch etwas von dieser Herrlichkeit Gottes erkennen. Da können wir auch Gott begegnen. Begegnen können wir ihm in seinem Wort. Ja, wenn wir zu ihm beten. Ja, bitten wir den Herrn, er möge unser Herz neu öffnen für sein Wort, für sein Licht, für seinen Heiligen Geist, damit wir erkennen, was wir wirklich brauchen, was wirklich wichtig ist für unser Leben, was uns glücklich und frei macht und was uns nur versklavt, niederdrückt, was uns den Frieden raubt und ja, diese Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Geld und Besitz können nicht Gemeinschaft schenken, nur die Liebe, nur die Barmherzigkeit, nur die Güte, die Gott uns schenkt, die wir einander schenken, stiftet Gemeinschaft, stiftet Heil, ja, lässt dieses Reich Gottes unter uns wachsen. Ja, möge der Geist Gottes uns führen, uns erleuchten und stärken, damit wir nicht dem Wind nachjagen, damit wir nicht ja, den schillernden Seifenblasen falsche Versprechungen nachlaufen, sondern wirklich auf Gott und sein Wort, auf sein Heil, auf seine Liebe und Treue bauen. Er möchte uns unzerstörbares Leben schenken, eine wahre und bleibende Freude. Amen.